Herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA 5. Ja, Evie ist wieder mit dabei und ja, mal gucken, was so heute abgeht. Ja, das letzte Mal haben wir diesen Z-Typ für den komischen Schutz hier da geklaut. Aber das Schlimme ist, er ist einfach weggeflogen. Schönes Auto, leider futsch. Alter! Ja, da geht's schon wieder lustig los hier. Autodiebstahl. Davon ist er. Na, ich überlege gerade, wie ich ihn anhalten kann. Wäre auch zu schön gewesen. Oh, mein cool, mein Abschluss was der. Dann muss ich wohl doch den zweiten Akku nehmen. Mensch, bleib doch mal stehen einfach. Ich würde ihn ja gern umbringen, aber... Ist mir egal, ob ich zwei Bullen habe. Den Wichser bringe ich um. Nein! Das ist nicht wahr. Oh! Ich bin natürlich so blöd. Oh Gott, hingefahren. So, meine Fresse. Es fängt ja gut an. Ist das ein Omen? Ich hoffe mal nicht. Das hat auf jeden Fall gekostet. 3600 Dollar, dass die mich da zusammengeflickt haben. Da wollte man einmal was Gutes tun. Ach, vergiss es. Komm, steig raus. Ja, da war ein Video fertig, falls ihr das gehört haben solltet. Ich habe gerade ein Video umgewandelt. So. Dann schauen wir mal, gibt es hier eigentlich überhaupt noch was zu tun? Nö. Toll. Aber Trevor hat was zu tun. Trevor hat bestimmt immer was zu tun. As a strip club. Oh yeah, somebody's having fun, huh? Der eine guckt sich gerade eine Alte an und der wird's. Whoa, look at
them titties bounce. Just keep away from me. What's happening? I caught my girl fucking my homeboy Santos. I ain't mad though. It's my dog. God damn, that ass is fat. You shit eating ass. Okay, Chef Kochersalz. Man, I can only help so much. There's a time when I gotta stick back and let them cope with a few. Okay. Nicht löschen. Das ist kein Spam. Erinnerst du dich an den Typen, dem du das Fahrrad gestern zurückgeholt hast? Tja, das bin ich. Und ich bin steinreich. Kennst du Animal Org, den Biotierladen? Ich habe die Firma vor 3 Jahren gegründet, als ich 17 war. Und jetzt gehören mir 8 Häuser oder so. Biotierfutter hat sich als Tag krisensicher erwiesen. Aber es ging mir nie um das Geld. Selbst ich, als ich die Firma an die Börse verkauft habe, und es hat mich auch überhaupt nicht verändert. Ich gehöre zu einer neuen Generation von Millionären. Ich hatte nichts von Zynismus, bla bla bla. Geld ist bedeutungslos, wenn man geistig leer ist. Verstehst du, was ich meine? Blabla. Als du mir geholfen hast, hast du nicht den erfolgreichen Geschäftsmann in mir gesehen. Du hast nur einen jungen Typen gesehen, dem sein Rad geklaut wurde. Und das ist der große Hammer. Alter? Alter? Okay. Also, pass auf. Ich überschreibe dir Animal Org Aktien im Wert von $100.000. So habe ich was in dich investiert und du was in mich. Klingt das cool? Cool. Animal Org. Finanz. Okay, beobachten wir einfach mal. Ich bin eigentlich nicht von der Börse begeistert, aber 100.000 geschenkt haben für ein Fahrrad. Cool. So. Warum ist das grün? Also was doch mit Franklin, scheiße. Ach, Tonja. Naja, gut, auch wenn es nur eine Nebenmission ist, sie muss gemacht werden. Ich schätze mal den altbewährten Abschleppdienst. Ich glaube, es wäre einfacher, wenn ich da einfach mal kurz $500 in die Hand drücke. Da liegt ein Rad. Boah, der fährt einfach weiter. Nennt man sowas nicht Fahrerflucht? Da hat sich der Typ im Z, bei der eine Vogel da im Z-Typ besser angestellt als ich. Alter, ich raste ja wirklich in jede Karre rein heute. Oh, geil, den nehme ich mir. Aussteigen. So, freundschaftlich geparkt. Das sieht aus wie ein Edda, oder? Ja, ein Edda. Oh, das ist eine geile Karre. Das Problem ist, ich werde sie wahrscheinlich in kurzer Zeit zu Schrott fahren. Aber naja, was kann man machen? Nichts. Ist halt so. Vorbeigefahren.
Nee, das Handling vom Edda ist cool. Richtig schön flüssig. Was? Und aber meine Motorhaube weg. Aber ich bin aus dem Fahndungskreis der Bullen rausgekommen. Boah, ist das Ding schnell. Na, jetzt haben sie mich doch gesehen. Na, meine schöne Karre. Ah, die Bullen sind richtig mal wieder schön penetrant, aber der Edda ist einfach zu schnell. Bam. Ich weiß aber nicht, wo ich hinfahre. Ich fahre einfach mal hier lang. Ein bisschen Autobahn. Alter, meine arme Karre. Die tut mir gerade richtig leid. Ja, meine Karre halb zu Schrott gefahren, aber Alter, zieht Leine, ihr kleinen Mistvögel. Ich werde mal die Karre reparieren, oder? Ich bringe sie erstmal in die Garage. Von das, was davon der übrig ist. So ein Edda bekommt man nicht oft. Und vielleicht tune ich den ja noch mal ein bisschen. Alter! Ich glaube, mich dritten. Ich krieg's heute nicht hin. Ich fahr wie ein Bekloppter. Naja, nicht I'm sorry, Alter. Einfach drauf, interessiert mich nicht. Dass ich hier links reinfahren soll. Hey, das ist doch das Symbol für meine Garage, oder? Garage in der Grovel Street.
Willst du mich verarschen? Verstehe ich nicht. Okay, vergessen wir das Ding. Fahren wir halt direkt nach Hause mit den Edda. Ich hoffe, der hält das noch durch. So, und jetzt eigentlich nur noch geradeaus durch. Warum die Garage da nicht funktioniert hat, weiß ich nicht. Naja, der Motor hat's erwischt. Ja, jetzt in den dritten komme ich nicht mehr. Immer noch schneller als die meisten anderen Karren, aber trotzdem. Hm. Oh. Jetzt fahre ich nur noch am zweiten. Hey. Der Turbo funktioniert auch nicht mehr scheinbar. Der 35 Meilenzone, oh mein Gott. Das ist wie eine 30 km/h Zone hier in Deutschland, schläfst du einen dazwischen. So, er hat abgeliefert. Was ist das für Fehler? Ah, ich glaube, ich muss den Edda ein Stück nach, oder? Was macht denn der hier? Ach, der hat Flügeltüren, deswegen. Das ist ein Infernus. Auch ein hübsches Gerät, was ich mir irgendwann mal geklaut habe und irgendwo einfach eingelagert habe. Ja, meine Damen und Herren, ich habe nichts Konstruktives in dieser Folge hingebekommen. Ich hoffe, ihr entschuldigt mich das und ja, schaltet wieder ein zur nächsten Folge und man sieht sich. Bye, bye.